Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Etinator. Willkommen zum 12. Part von New Super Mario Bros. U Deluxe auf der Nintendo Switch. Ups, aus Versehen. Heute machen wir jetzt endlich mal weiter. Wir haben ungefähr 5 Level zu bezwingen. Eins davon ist sogar der Turm, wenn wir ihn schaffen. Aber erstmal machen wir Level 3, und zwar das Weißhörnchenskurbel. So, und los geht's. Da kriegen wir sowieso Eichel, das ist halt sehr gut. Okay, ich habe gedacht, hier wäre ein Secret, aber war es nicht. Nein! Wir warten. Ah, bringt nichts. Das Vieh ist einfach nur dumm. Ja, jetzt. Ah, fick dich. So, jetzt gehen wir zu der roten Röhre. Ja, da drüben ist ja die Sternmünze, aber ich kann ja sonst immer wieder zurückgehen. Und los geht's, wir können weitermachen. Ah, den Kettenhund könnten wir jetzt gebrauchen. Jedoch in die andere Richtung. Warte, gibt's hier vielleicht einen Checkpoint? Warte, ich möchte mal schauen. Erstmal. Ah! Dann haben wir es anscheinend doch nicht so gebraucht. So, dann gehen wir weiter. Okay, da drüben muss ich hin. So, geschafft. Die dritte Sternmünze habe ich jetzt. Ah. 7, 8. Und wir können weitergehen, Leute. So, Level 3 geschafft. Ich würde dann sagen, als nächstes machen wir Level 4 und danach machen wir den Secret. Also den Secret Level, meinte ich. So, dann können wir jetzt weitermachen. Dunkle Blockade. Oh, ich glaube, ich weiß, was das für eine Art Level sein kann. Ach so, wir sind schon längst dort unten. Verstehe. Da müssen wir jetzt echt überall schauen, wo die Star Coins sein könnten. Da sieht. Was meinte ich? Wie man ja eindeutig sieht, schalten sie nicht überall das Licht an, sondern nur an einigen Stellen. Geh doch! Hey! Mhm. Als ob. Wenigstens können wir in die Röhre ganz mal rein.
Ja, sehr gut. Jetzt können wir weitermachen. Ganz normal. Okay, ich habe gedacht, da könnte ein Item rauskommen, aber nein. Die wollen ja nur Münzen. Diese geldgeilen Schlawiners hier. Okay, es fehlt mir noch eine Münze. Dann haben wir einen One-Up bekommen. Für Luigi. So. Hier in der Nähe müsste ja der dritte Starcoin sein. Okay. Wir bräuchten die Bombe hier. Eigentlich bräuchten wir andere Bomben. Vielleicht gibt es zum Glück noch mehr. Schauen wir mal. Gibt es vielleicht noch mehr Bomben? Ja, da. Bombenprank. Klein reicht auch. Sag's euch doch! Klein reicht auch! Dich bräuchten wir, Bruder. Was? Hä? Ich verstehe es einfach überhaupt nicht. Vielleicht ist er halt noch ein bisschen oben. Okay. Ah, ich habe ihn gefunden. Als ob. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. So, schnell weiter, schnell weiter. Wir haben alle drei Starcoins. Okay. Uff, jetzt machen wir noch den Secret. Also, Secret Level, meinte ich. Da drüben bei Level, ich glaube Level 5 ist das. Da ist auch ein Secret, denn da wird ein blauer Schalter versteckt. Roter Schalter meinte ich, Entschuldigung. Den roten meinte ich. So, Knochenbahn im Dunkelbahn. Achso, okay. Nun passen wir mal auf. Da war schon mal einer. Boah. Ach, warten, ich möchte lieber ganz am Ende machen. Ach so! Okay, Nummer 2, zum Glück.
Sehr schön. Fehlt nur noch einer. Ja, damit! Nein! Nein! Gibt es ein Item? Nö. Machen wir einfach weiter. Noch eine Münze. Wir nehmen die dann. Yay! Naja, ist egal. Naja, ich hätte alle schaffen können, aber... Naja. Wir müssen ja gleich der Star kommen. Hier! So. Schauen wir mal, wo der letzte ist. Hä? Ach so! Sehr schön! Ja! Sehr schön! So, jetzt machen wir Level 5. Aber ich glaube, wir bräuchten den blauen Yoshi. Nur ich überlege gerade. Also allgemein müssen wir das Level machen und dann gibt es auch ein Secret. Aber ich glaube, es ist besser so. Nee. Doch, wir müssen ja auch den Secret machen. Wird vielleicht knapp, aber wir schaffen das safe. Also, Ballett der Piranha-Pflanzen. Moment, was? Piranha-Pflanzen! Cool. Einfach Eiskalt mit Brustblume. Nein! Mann, ey! Wir haben immer noch keine weiteren Items. Ich könnte zwar zum Pilzhaus gehen, aber ehrlich gesagt, ich will gerade nicht. Wenigstens kann ich jetzt hier die Lianen benutzen, die Kettenlianen. Nein! Warte. Moment. Nee, wahrscheinlich.
Nein, was habe ich getan? Ah, das ist mir scheißegal. Das ist einfach totaler Scheiß. Wo ist mein Tablet? Mal schauen hier. Ich versuche mich zu beeilen. Doch, da war es gerade. Nein! Geh doch zurück, Mann! Ey, mein Tablet regt mich öfter so auf, weil er einfach nichts macht. Da, schon wieder. Oh. Also der hat gerade gesagt, dass man den zweiten Starcoin halt nur durch Eichhörnchen-Power bekommt. Das heißt, wir müssen zurück nach Eichenhain. Aber ich bin echt froh, dass wir voll weit gekommen sind. Wir haben zurzeit das innerhalb von 12 Parts schon, also innerhalb von 11 Parts eigentlich, schon den ersten Turm von den Kandesminen erreicht. Das finde ich schon relativ krass. Und ich schätze schon so, also wir sind ja jetzt bei Part 12. Ich denke so bei Part 16 vielleicht oder also mehr oder weniger haben wir dann, glaube ich, auch Mario Bros. Mit der Story beendet. Ich bin mir halt nicht sicher. Also natürlich würde ich so sagen, also dass das Ende halt die Story ist, aber eines Tages können wir meinetwegen noch die Bonuslevel machen oder ich entscheide dann halt später, wie wir erstmal gesprochen haben darüber mit den Bonusleveln, die ja am Ende durch die Starcoins kommen und ja. So. Was auf jeden Fall natürlich ganz klar nach Mario Bros. U kommt, ist ja Sunshine. Puh. Also Sunshine wird eindeutig schwerer als Mario Bros. Ist ja eigentlich offensichtlich. So. Nun gehen wir weiter. Erstmal aktivieren wir den blauen Schalter. Dann gehen wir hier runter. Dann aktivieren wir einfach mal den roten Schalter, warum auch immer. Warte. Also, ehrlich gesagt, müssen wir nicht hier den Secret machen. Wir müssen zwar einen großen Umweg nehmen dafür, aber wir müssen das nicht machen. Wenn ich gerade recht überlege. Aber ich glaube, ich mache es mal trotzdem. Ich bin mir halt nicht sicher. So. Ach, egal. Okay, noch ein bisschen weiter. Nämlich hier ist ja der erste Starcoin. Und der zweite, dafür braucht man ja die Eichhörnchen-Power. So, nämlich um nach oben zu fliegen. Okay, dann los. So, und nun können wir weiter. Ach ja, den dritten muss ich ja auch noch suchen. Genauso wie den Secret. Falls, also er sagt ihn ja an, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn machen soll. Aber ich glaube, wir machen ihn einfach. Okay, den werden wir auf jeden Fall finden. So. Alles klar.
So. Also, erstmal soll das. Ja, der Starcoin ist ja gleich hier. Der ist ja einfach. Der hat es ja selber gesagt. Der ist schon ein bisschen nach dem Checkpoint. Und nun geht es weiter, um den Secret zu finden. Huh! Das war wirklich knapp. Also, der Secret. Ich glaube, der ist noch nicht hier. Oder? Ist es der? Nein, der ist es nicht. Alles klar. Warum auch immer war deine rote Münze, die eine rote Röhre, die Münzen rausgespuckt hat. Naja, egal. So, hier ist der Secret Exit. So. LOL. Ich hoffe, ich krieg noch einmal die Eichel. Brustwurm ist auch okay. So, wir haben somit den Secret. Und dann heißt es, es fehlt nur noch das normale Ziel. Das machen wir mal jetzt gleich. Wir werden jetzt das nochmal durchspielen einfach. Und danach gehen wir zum zweiten Turm. Da ist er ja. Wir haben zum Glück auch genügend Zeit für das Schlosslevel. Also wenn wir da, also ihr wisst schon den Turmlevel. Wenn wir das geschafft haben, gehen wir dann, also warte, das bräuchten wir jetzt. Dann gehen wir weiter nach links, werden dann das eine Level machen. Dann werden wir bei, da seht ihr ja die roten Blöcke weiterhin, die dann weiter aufgehen. Da ist nämlich sozusagen ein Hinterraum vom Schloss von Roy. Und da müssen wir halt danach hin. Wir müssen sozusagen Roy, glaube ich, sogar zweimal besiegen. Bin mir nicht sicher. Erstmal kommt natürlich das Schloss. Ich glaube, ich weiß auch, wer der oder die Gegner, keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Was ob, ey. Verdammt. So. Geht doch! Weil Luigi einfach nicht nach oben geht. Was soll das? Uff. Kammerjagd im Drehwurmturm. Was für ein Drehwurm? Also, das da ist es. Stimmt. Ich dachte schon, Drehwurm wäre jetzt so ein lebendiges Ding halt.
So, jetzt. Ja, sehr schön, alle Münzen. Jetzt können wir weitermachen. Wir müssen dann mal schauen, wo die anderen zwei Sternmünzen sind. So. Also das hier vielleicht. Ja, dachte ich mir schon, aber jedoch ist hier nicht der zweite Starcoin. Ich werde mal gleich schauen, wo die anderen zwei Starcoins sind. Die müssen, also einer davon muss doch schon längst gekommen sein. Ey, es nervt jedes Mal. Ja, das habe ich ja gemacht. Ah, da waren wir doch gerade. Okay, den nächsten werden wir jetzt gleich sehen. Oh, das wird schwer, das wird schwer. Okay, wenigstens haben wir den Starcoin. Den konnte ich erwischen. Jetzt müsst ihr wieder warten, weil ich hätte lieber nachsehen sollen, wo auch der dritte ist. Ah, stimmt. Achso, ja, der zeigt gleich auch das nächste Level an. Aber, jetzt weiß ich auch, wo der letzte ist. Oh. Gott! Hopsi. Hab jetzt keinen Bock. Wie wär's beim nächsten Part einfach? Kammerjagd im Drehwurm. Ich mag das nicht. Hallo, ich hab doch geduckt, ey. Ja, ich hab doch geduckt, das heißt, ich bin doch geduckt. Sehr gut und hopp. Wow. So. Der letzte Starcoin ist nämlich. Hier. So. Jetzt lass uns den Boss besiegen. Ja.
So, ich hätte auf ihn raufspringen müssen. So. So. Das hättest du nicht machen sollen. Besiegt! Meine Spiele. Naja. So, das Spiel speichern. Das war's fürs Erste, meine lieben Freunde. Also das war's jetzt mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal für weitere Parts, sowie auch neue Let's Plays, auch Gameplay. Und abonniert den zweiten Kanal für ATTV, wenn es mal wieder kommen sollte. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und wir sehen uns dann, wie wir Roy in den Hintern treten. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.